Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem heute richtigen Datum, 14. Januar 2020. Heute hört ihr die Geek Talk Daily 765 und ich habe die folgenden Themen mit dabei. Wingo, Original iPod, Launcher 6, Werbung und Schnellkoppelknopf. Wir beginnen mit Wingo, dem günstigen Mobilfunkprovider in der Schweiz, der Swisscom gehört, dem größten Provider, den wir in der Schweiz haben und schon immer wieder mal ein Thema war bei uns im Podcast, aber auch im großen News-Format. Der hat eine kleine Option, aber eine wichtige und eine feine Option einfach so aus dem Tarif gestrichen. Neu ist es nicht mehr so, dass man die EU-Daten Flat für, oder nicht Flat, sondern das EU-Angebot, damals bis jetzt gab es nämlich 12 GB für 30 Schweizer Franken, buchen konnte. Die gibt's für neue Kunden nicht mehr und wird für bestehende Kunden im Laufe des Jahres rausfliegen. Wer also mit Wingo unterwegs ist und unter anderem das, was gewesen ist, weshalb er da hingegangen ist, der darf sich überlegen, zu kündigen oder damit zu leben, wie es neu mit den neuen Preisen kommt. Wie genau das läuft, das schaut ihr am besten nach auf daily.geektalk.ch, direkt in den Shownotes oder im Podcatcher eures Vertrauens, wo ihr mich gerade zuhört oder wo ihr mir gerade zuhört, genau. Da ist ein Link mit drin, wo das Ganze schön aufgeschlüsselt ist. Ich bin unter anderem froh, nicht gewechselt zu haben. Das liegt aber daran, dass ich gerne mehr als eine SIM-Karte habe. Weiter geht's mit dem Original iPod. Der wurde nämlich damals, wie man jetzt rausgefunden hat, oder es wieder neu aufgedröselt wurde, innerhalb von 10 Monaten aus dem Boden gestampft. Konzeption, Idee und alles drum und dran. Wie das genau passiert ist, auch das in einem Beitrag verlinkt bei uns in den Show Notes zum Nachlesen. Gehen wir weiter zum Microsoft Launcher 6. Weshalb nehme ich den rein? Aktuell ist die Version 5.11, glaube ich, oder irgendwas mit 4.75 oder sowas. Und ja, weshalb jetzt die Version 6? Genau, das ist eine Preview. Microsoft gibt nämlich eine neue Version aus, die sie direkt als Preview nebenbei laufen haben. Für alle diejenigen, die es ausprobieren möchten, aufpassen, das ist noch eine Alpha und sehr instabil. Aber es gibt endlich einen Landscape-Modus und deshalb habe ich mir den auch draufgelegt, weil ja, das ist schon was gefehlt hat. Bei den heutigen doch eher größeren Smartphones macht das definitiv Sinn. Auch sonst ein paar kleine, feine Neuigkeiten sind damit drin. Wer will, kann schon ausprobieren, alle anderen abwarten. Ich denke, das geht noch ein bisschen, aber auch nicht mehr allzu lange. Dann geht's zu Spotify und die tun was sie schon länger im Sinn hatten, nämlich in die eigenen Podcast-Formate, die sie haben, Werbung einbauen und zwar gezielte Werbung, abgestimmt auf die Daten, die sie so erfassen über dich, du lieber Hörer. Kann man gut finden, kann man auch nicht gut finden. Jeder, wie er mag, mehr dazu auch da zum Nachlesen. Zu guter Letzt noch der Schnellkoppelknopf. Das ist ein cooles Gadget von IKEA, auf das ich mich freue. Also ich nehme an, dass es cool ist. Hab selber noch nicht getestet. Das bald schon auf den Markt kommt. Wir haben auf dem lebesmar.ch Anfang des Jahres darüber berichtet, dass es in den Niederlanden schon zu bestellen ist. Und zwar für, ich glaube, 8 oder 9 Euro war es damals. Genau, 7,99 Euro. Und jetzt ist er aufgetaucht. Und zwar in Deutschland für nicht 8 Euro, sondern sogar nur 6 Euro. Und ich hoffe und freue mich schon, wenn er auch dann in die Schweiz kommt. Noch mehr würde ich mich natürlich dann darüber auch freuen, wenn die dazu passende App auch auf den Markt kommt, weil die braucht man dann dazu. Ja, das war's mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch hatte. Ich wünsche euch einen erfolgreichen und einen schönen Tag. Und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Bis dann, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.